ich bedanke mich der Aktion für die Einladung. Ja, also danke, dass ich hier sein kann und etwas über dieses Thema aus meiner Sicht berichten. Wir haben ja schon einiges gehört heute und was ganz spannend ist, ja, jetzt geht es um die Attraktion, genau um dieses Thema, wie die Attraktion wollen wir, kennen wir und wie sich das so entwickelt. Und wir haben ja vorhin bei dem Ferdinand-Ludwig auch mal diesen Anspruch gehabt, nicht nur diese Attraktion, die Pflanzen müssen so umfangreich wachsen und im optimalen Zustand wachsen, wie man das jetzt hier in Kronise zum Beispiel erwartet. Und da kann ja nur noch auch das Thema jetzt gerade mit Studenten in Dänemark, in Kopenhagen und haben da das Stück Andersson also auch einen Park angesehen im Umfeld der Uni dort Fakultät Medizin mit lauter invasiven Pflanzen. Da sind sie also auch durch diese ganzen deutschen Baumschulen gezogen und haben die unverkäufliche Ware auch gekauft und da auch gepflanzt. Also nur das wäre dann die heutige Zeit. Aber meine Aufgabe ist ja jetzt etwas über die Vergangenheit zu berichten. Wir haben also unterschiedliche Einflusswellen und darauf wollte ich jetzt ein bisschen hinausgehen. Erstmal kommen jetzt südeuropäische Pflanzen zu uns, so in der Zeit der Römer oder der Kreuzzüge. Da gibt es zwei Einflusswellen bei der Entdeckung Nordamerikas. Es gibt dann aus Asien, was erst selbstverständlich geworden ist. Und dann, eigentlich heute, sind wir wieder in so einer Nordamerika-begeisterten Einfuhrphase. Auch da haben wir ja schon das Thema Prärie gerade gesehen. Also insofern fangen wir jetzt einfach mal an und schauen jedes Mal, was ist die Vegetationszone, kann man das vergleichen mit unserer Vegetationszone, das ist ja auch schon mal ein Aspekt, die gefährliches Potenzial deutlich macht oder auch nicht, gestalterische Aspekte oder wie ist das mit den einzelnen Arten. So, wir fangen also jetzt mal ganz kurz bei den Römern an, das ist aber einfach so ein Aspekt, der eigentlich heute gerade wieder wichtig wird, dass man sich anschaut, welche Pflanzen kommen aus Südeuropa und Südosteuropa. Also hier haben wir jetzt so diese, den Bereich dieser trockenen Sommerwälder, ein Klima, das wir vielleicht beim Klimawandel jetzt auch immer mehr erreichen, also weniger als 500 mm Niederschlag. Berlin hat, glaube ich, jetzt 400 mm, und wenn das jetzt noch weiter sich entwickelt, dann kommen wir also wirklich mehr zu solchen trockenen, zum Teil trockenen, zum Teil auch mehr niederschlagreichen Bereichen oder auch mehr als 2 Monate Dürrezeit. Und die Verbreitung dieser ersten Phase, das betraf jetzt die Nutzungskulturpflanzen, die auch wirklich einen Wert hatten zum zur Ernährung zum Beispiel, also man sieht schon so wie das Römische Reich, auch da wurde also unheimlich viele Pflanzen hin und her geschoben in dieser Zeit. Ich habe jetzt mal ein Beispiel, Castanea sativa genommen, die immer im Zusammenhang zu finden ist mit Weinanbau. Man hat dann also solche Kulturtechniken, überall wo der Wein war, ist der dann oft an Stecken von Esskastanien angebunden gewesen. Und so hat man zum Beispiel auch in der Pfalz bei uns immer in diesen weinreichen Regionen die Esskastanienwälder. Ja, also hier haben wir jetzt mal so ein eine Karte mit natürlichen, also ursprünglichen Vorkommen von dieser Castanea sativa im Hellgrau. Und das Gestreifte, das sind die dann eingeführten und verwilderten, diese Archäotypen, die dann also dort ja, akzeptiert sind, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, da gibt es dann also auch sehr viele Kultur. Flächen, wo man dann in Parkanlagen, aber auch zwischen den Dörfern in die Landschaft hinaus Esskastanien, Alleen und so weiter findet. Das war jetzt hier eine fantastische Allee in Sachsen. Ja, wir gehen weiter mit ähnlichen Pflanzen, also auch die echte Walnuss oder also diese ganzen Obstbäume, die eingeführt worden sind in der Zeit und die Mispel. Das sind also alles Dinge, die von Baumseite her gekommen sind und dann die Kräuter, das ist ja schon angesprochen worden, Salvia, Officinale oder Lavendel und so etwas. Ja, wenn wir jetzt zurückschauen ins
interessiert uns für heute auch, sind sehr viele Straßenräume auch aus diesem Bereich, die diskutiert werden. Wir haben als Bundesrepublik Kastanum, das eingeführt worden ist, über Clusius. Da kommt jetzt die nächste Welle nach den Römern. Jetzt also eine gestalterische Seite. Carolus Clusius hat also für den Kaiser Maximilian II. Für den Wiener Hof Pflanzen gesammelt in Südosteuropa, unter anderem diese wiedereingeführte Aesculus Hippocastanum. Und gerade Ausdruck der Barockzeit, man hat gerade im Barock sehr so viele Rosskastanien allein gepflanzt, dass man in der darauffolgenden Phase des frühen Landschaftsgartens überhaupt keine Rosskastanien mehr gepflanzt hatte, weil das einfach viel zu feudal und aristokratisch erschien. Die Frage nach der Gefährdung ergibt sich von alleine, weil die Pflanze gefährdet ist in diesem Fall. Bei den anderen wird es sicherlich eher günstiger sein klimatisch, wenn wir also hier in diese Fragen, wie diese Juglans-Revia und so weiter in Zukunft hier wachsen, haben wir durch die Klimaveränderung sicherlich Vorteile. Es kommen aber durchaus auch solche anderen Krankheiten wie Pseudomonas und die akut gefährden. So, diese Idee von den Südeuropäischen zieht sich weiter über den Barock über hinaus und im Landschaftspark oder in dieser klassizistischen Zeit versucht man das also auch weiträumig auszubreiten. Wir haben am Starnberger See so eine Kulturlandschaft. Noch bekannter ist diese Potsdamer Kulturlandschaft, wo man dann wirklich versucht, Italien hierher zu bringen. Das werden wir auch noch häufiger sehen, diese Sehnsucht nach Fernlandschaften, die man jetzt hier schafft. Und auch in dem Zuge gibt es also jetzt Pflanzen, die dafür stehen. Und in diesem Fall Populus Nigra Italica als Ersatz für Zypressen, die hier nicht winterhart werden. Hier mal als Beispiel München-Leopoldstraße und hier haben wir ja also diese Kombination von dem klassizistischen Ansatz und wenn wir uns anschauen, wo die Pflanze herkommt, dann ist bei der Schaffenburg also die Ursprungssäulen-Eiche in Deutschland, die ist 1700, also vor 1795 dort ausgelesen worden. Dann sind die Reiser von Forstmeister Hartig nach Kassel gebracht worden und Kassel war so ein Schwerpunkt dieser Nachzucht. Also hier gibt es jetzt eine Kulturpflanze, die in ganz Deutschland sich ausgebreitet hat und die alte Ursprungspflanze lebt immer noch. Also da haben wir diese erste Säulen-Eiche. Was in dieser Phase auch wichtig ist, wenn man die Zypresse versucht zu ersetzen, auch sowas wie Pinien war natürlich sehr wichtig, um so einen antiken Schein zu bekommen in den Städten. Und so hat man hier oft auch mit Federn oder mit Pinus nigra gearbeitet und Dinge dort in größeren Mengen aufgepflanzt. Hier haben wir also jetzt auch in den in Herrenhausen, in Hannover eine sehr alte Pinus nigra. Und wenn man sich anschaut, was passiert mit diesen Bäumen in Zukunft, dann wird so etwas wie Pinus nigra, hier mal die Klimahülle aus dem Forst in Zukunft, hier besser gedeihen. Also hier, Sie kennen vielleicht, gibt es ja immer so diese Prognose aus der Forstwirtschaft, wie wird es sein, wie werden unsere Wälder und die einzelnen Arten bis 2071 oder bis 21.000, sagt man, jedenfalls weiter sich entwickeln. Und Optimalbereich wäre das Graue. Und wir sind jetzt sozusagen an dem unteren Ende mit dieser blauen Farbe in der Gegenwart. Und das Rote ist die Zukunft. Und es wird also eher trockener und wärmer und für die Schwarzkiefer geeigneter. Da haben wir jetzt zum Beispiel die erste Diskussion. Wir haben also einen Baum, der aus ästhetischen Gründen eingeführt worden ist. Damals, wir haben einen Baum, der auch in Zukunft hier gut wachsen wird und wo viele Diskussionen gerade laufen im Forst. Es gab jetzt gerade bei diesem Trockensommer 2015 von der Landesanstalt für Forst-
Naturschutzgesellschaft ein Wanderheft hier. Und dort wurde also auch dieser Waldumbau beschrieben, dass mehr Pinus silvestris durch Pinus nigra ersetzt werden soll. Das wäre vielleicht auch mal so eine Diskussion. Pinus silvestris haben wir schon gesehen, wird jetzt gerade überall nicht so stabil, trocknet, hat einmal sehr viele vertrocknete Bäume, gerade in den Nürnberger Raum, da fällt es einem stark auf und es gibt auch einen neuen Pilz, der sich ausbreitet im Brandenburger Raum und Pinus silvestris schwächelt, sage ich jetzt einfach mal ganz unverkehrt. Mal sehen, wie sich weiterentwickelt. Gut, also das war ja das Thema Pflanzen aus Europa, aber auch Leitbilder aus Südeuropa. Das ist ein Thema, was natürlich heute auch eine große Rolle spielt, auch bei der Frage, welche neuen Straßenbäume brauchen wir für die Zukunft, gucken wir auch nach Südeuropa. In Falschwilchland werden zahlreiche Bäume getestet, die aus diesen ungarischen Steppen stammen oder dass man einfach schaut, was ist denn da in Bulgarien oder so als Straßenbäume, was da gut funktioniert und trotzdem winterhart für uns wäre. Und das ist jetzt so diese diskutierte Zukunftsfrage. Jetzt geht es weiter zum Thema Nordamerika. Es gibt zwei Einfuhrwellen in Nordamerika und das hat auch ein bisschen was mit der Eroberung zu tun. Es gibt diese erste Einfuhrwelle, wo man so ein bisschen so diese Ostküste erobert hat von europäischer Seite aus. Und dann gab es eine Welle später, also wirklich nochmal 150 Jahre später, hat man dann die Indianer vollständig zurückgedrängt und kam auch mit der Eisenbahn an die andere Seite. Und auch da gibt es eine neue Einfuhrwelle, die muss man einfach thematisch trennen, zu unterschiedlichen Zeiten, auch zu unterschiedlichen Gestaltungsphasen zu uns gekommen. Also eine der ersten Pflanzen, die hier so eingeführt worden sind, sind Thuja occidentalis, Parthenocissus und Muscipina, aber auch Prunus serotina, über die man ja auch sich jetzt doch sehr, die sich jetzt sehr hier invasiv ausbreiten in den Wäldern und man schon kaum noch die Chance hat, die zurückzudrängen, sind also mit als eine der ersten Pflanzen aus Nordamerika gekommen, 1622. Und jetzt schauen wir uns das mal näher an, wo wir die Pflanzen finden. Also das sind einmal Pflanzen, die in einem sehr vergleichbaren mit unserem Klima lebenden Vegetationszonen vorhanden sind. Da haben wir diese ganzen Acerbuchen und Quercus rubra, also diese Pflanzen, die hier gut gedeihen bei uns und sozusagen über diese Herbstfärbung noch zusätzliche Aspekte bringen. Indiens Kammer ist ja dann immer das Thema. Und da versucht man also jetzt Arten, die wirklich sehr ähnlich sind in den Sommermonaten wie die europäischen, aber einen besonderen Herbstaspekt herzubringen. In der ähnlichen Zeit geht man an der Ostküste auch hier in dieses stärker mittelamerikanische Fass, also nicht ganz, aber im südlicheren Bereich, wo es so subtropische Pflanzen gibt. Die Pflanzen, die man dort eingesammelt hat, die haben jetzt natürlich diesen starken dekorativen Blattschmuckcharakter, großblättrig, Katalpa, diese feinen wie die Lichtschirren und so weiter. Also da geht es mehr so um Blattkontraste, die sehen wirklich anders aus als unsere hier heimischen Bäume. Es gibt wenig Untersuchungen über diese Wege, die jetzt konkret hierher gekommen sind. Und da ist man ja ganz froh, wenn man schon mal so eine Liste hat nach Alexander Wimmer. Ich habe das ein bisschen eingekürzt, aber es ist ganz spannend, wie diese Pflanzen aus Nordamerika so etappenweise hier herkommen. Und man sieht, dass der Austausch in Europa damals auch schon groß war, denn bloß auf adeliger Seite hat man selbstverständlich auch sich weiter gereicht, die Pflanzen. So ein Art Panigundo, der heute auch hier invasives Potenzial hat, ist also erstmal nach England gekommen worden, hat bis dann von da aus über die Niederlande, Deutschland, irgendwann auch in Frankreich gewesen. Und so kann man eigentlich hier bei allen Sachen, auch bei Pinus strobus mal schauen, auch da ist jetzt England Einfuhrschneise gewesen und ist es dann irgendwann im Schwäber. Ich finde es ganz spannend. Es gibt also in Frankreich und England immer wieder Punkte, in Paris zum Beispiel,
Auch in England gibt es immer wieder Punkte, wo die Pflanzen verbreitet vorgesichtet worden sind und erst dann weiter nach, ins Land verteilt, während man in Deutschland durch die vielen Völkerstaaten, wir waren ja doch wieder viele Länder, ganz, ganz unterschiedliche Einfuhrwege hat. Und es wäre da schon ganz spannend, mal zu sehen, was hat sich denn wie weiter verbreitet. Da gibt es dann auch zentrale Punkte, wie Wilhelmshöhe oder bestimmt auch hier in Lüneburg oder irgendwelche Bereiche hier in Bayern, von denen es dann aus sich weiter ausgedehnt hat. Ich habe sehr viel, wenn ich ein bisschen mehr über Bäume, aber einmal zu den Stauden. Auch bei denen gibt es mehrere Wege, wo man so ein bisschen nachvollziehen kann. Wir haben ja Astern vorhin schon gesehen. Also auch die Astern sind mit diesen frühen Pflanzen hierher gekommen, 1710, und sind dann ab 1718 im Nürnberger Raum erstmals in Deutschland in Erwähnung. Oder, was haben wir noch mal hier? Selenium autumnale ist auch in Altdorf, das ist ja auch bei Nürnberg 1660 das erste Mal in Deutschland erwähnt, um mal so ein paar regionale Highlights rauszugreifen. Oder Cypladum canadensis, die wir vorhin schon mal gehört hatten, ist jetzt also über London, Paris nach Hessen. Gut, also hier versucht man jetzt lauter Pflanzen zu finden, die einen großen Schmuckcharakter haben. Die Blüte wurde schon mehrfach erwähnt, die Blattfarbe und Blattgröße 1688 eingeführt, hier die Dendron tulipifera. Und hier versucht man so solitäre hier reinzubringen. Hier haben wir also ein Heft aus Paris, was dann auch so genau alles sehr schön gezeichnet, dokumentiert, was damals hierher gekommen ist. Und wir haben hier diese vielen Herbstfärbungen mit dem Fiatus und den sehr waagerechten Aststellungen. Auch eine Pflanze, die gerade sehr beliebt ist bei den Landschaftsarchitekten immer noch, die dann nur kurz sagt, wenn sie dann als Straßenbau mit alkalische Substrate gepflanzt wird. Oder dass wir mit Acerbacillum und Acernegunde so Auwaldgewächse haben, die schnell wachsen, schnelles Erfolgserlebnis für die Landschaftsarchitekten, aber kurzlebig und durch diese Kurzlebigkeit sich dann natürlich auch stark verbreiten. Also auch Acernegunde kann durchaus ausblühen. Hat ein hohes Versorgungspotenzial. Dann gibt es Pflanzen, die damals eingeführt worden sind, die in Europa eigentlich überhaupt kein Problem sind, soweit ich weiß jedenfalls. Die Kidamba habe ich nicht gehört, dass die irgendwie invasiv sind. Da freut man sich ja, wenn sie überhaupt gut wachsen. Auch die ja auch ein bisschen mehr auf sauren Böden. Wenn man nach Amerika schaut und da in den Naturraum, dann ist der in Amerika durchaus invasiv. Also hat da auch ganz viel Jungpflanzen, die dann sich stark verfarmen und wo man einfach mal schauen kann, was passiert dann vielleicht in Zukunft mit solchen Bäumen. Und auch die Praxinus ist damals eingeführt worden, die amerikanische ist ja jetzt auch erwähnt worden. Praxinus excelsior kann einfach nicht mehr gepflanzt werden und soweit wir es jetzt wissen, ist also Praxinus pennsylvanica und Praxinus americana frei von Eschentriebsterben. Da gab es dann Versuche, wo sie denn aktiv mit dem Pilz infiziert worden sind und gesund geblieben sind. Aber europaweit wird jetzt gerade werden von diesen beiden Arten ganz viele Sorten für den Straßenraum gezogen und in wenigen Jahren werden die Baumschulen auch in der Lage sein, es zu verkaufen. Es wird das gerade vermehrt zurzeit. Praxinus mit lauter besonderen Wuchsformen, mit einer großen Herbstfärbung. Also da kommt jetzt auch noch einiges auf den Schuh, was jetzt neu entdeckt wird. Und in dieser Phase sind dann auch die Robinien eingeführt worden, die natürlich da einen Blütenschmuckgehalt waren, einen starken Kontrast bildeten, auch zu einer Zeit Blüten, zu der man in Europa nicht so viele Blüten hat. Und auch hier eigentlich eine invasive Pflanze. Und hier haben wir eine der ganz frühen. Das ist noch ein Exemplar von 1790 in Stuttgart-Hohenheim. Also auch Hohenheim ist auf jeden Fall so eine Einfuhrschneise, wo man von da aus die Pflanzen weiter verbreitet hat. Und der Ivo Kowalik hat in einem Vortrag mal gesagt, er würde empfehlen, 100, besser 200 Meter Abstand zur freien Landschaft zu lassen. In der Stadt wäre es aber sonst kein Problem. Das würde ich hier auch mal wiederholen, dass man also, dass die Stadt ausbreitet.
Überschwemmung und durch Ausläufe haben. Man kann aber, ich habe jetzt mal ein Beispiel, Bovinia pseudoacacia im Park am Gleisdreieck, was auch ganz schwierig ist, die dann wieder zurückzudämmen, wo man in den Stamm ringeln muss und warten, bis es abstürzt und dann erst absägen. Ja, oder man hat Sorten, die steril sind, auch das wurde ja erwähnt. Wenn wir die Kugelrubinie nehmen, blüht die nicht. Oder auch das sind sterile Sorten, die jetzt gepflanzt werden im öffentlichen Grün. Hier haben wir zum Beispiel in Dachau, in der Augsburger Straße, diese Rubinia pseudoacacia bestoniana, die so als, kann man ja daran erkennen, dass die Krone so ein bisschen wolkenartig aufgebaut ist und man immer zwischendurch den Himmel sehen kann. Auch die ist steril. Oder hier auch nochmal ein regionales Beispiel in Ingolstadt. Also, hier kann man schon versuchen, auf sichere Stoffe zu reagieren und Pflanzen zu finden, die dann diesen Ausbreitungsdrang nicht mehr haben. Das wäre schön, wenn das hier aufgelegt würde, da gibt es das nicht. Prunus serotina, auch aus dieser eher nordostamerikanischen, sehr vergleichbaren, klimatisch vergleichbaren Region, wissen wir, dass sie stark verarmt, dass sie sehr gesund ist, deswegen ist hier auch so massiv verbreitet worden. Also hier mal als Sämling und die Konkurrenz hat Schwierigkeiten, zum Beispiel hier die Prunus palus mit der Traubenkirschen-Spitzmotte, das haben wir dieses Jahr ganz oft gesehen hier in der Region, weil es ein bisschen trockener ist, dann kann sich diese Traubenkirschen-Gespinstmotte ausbreiten und Prunus serotina ist uninteressant für die Traubenkirschen-Gespinstmotte. Da kann man natürlich ja diskutieren und sagen, wenn ich die Tiere oder das ganze den ökologischen Zusammenhang, die werden ja auch gefressen und so weiter fördern möchte, ist natürlich viel wichtiger, so etwas zu pflanzen. Und aus dem Tieraspekt, so wurde wahrscheinlich dann früher gedacht, Pflanzen zu nehmen, die nicht gefressen werden. Jetzt kommt die nächste Einführungswelle. Also wir sind jetzt in den Laubgehölzen sehr intensiv dabei gewesen, diesen starken Herbststerben. 150 Jahre später, man hat jetzt die Westküste Amerikas entdeckt und man führt ganz andere Pflanzen ein. Wie Sie sehen, sind das alles Nadelbäume. Und hier hat man jetzt einen anderen Aspekt, es ist nicht mehr so die Freude, die Spielerei einer einzelnen Pflanze für den Tank. Es geht hier um forstwirtschaftliche Aspekte. Es geht darum, Pflanzen zu finden, die hier auch in den Wäldern großflächig eingesetzt werden können. Und wir sind hier also in diesem Bereich an der Küste noch halbfeuchte Nadelwälder und dann aber diese trockenen Nadelwälder, also memorale Nadelwälder nennt sich das dann. Und hier sind dann Dinge eingeführt worden, wie die Pinus strobus, die natürlich selber auch im Stromrost leidet, aber die sehr intensiv in Deutschland die Parkanlagen bestückt worden ist. Sehr traumhafte Bäume hier in der Gieße zum Beispiel, noch eine alte Allee, da waren wir jetzt auch mit Studenten und es war einfach wunderbar, diese riesen, dicken Bäume zu sehen. Jetzt müssen wir kurz wieder in die Geschichte. Was passiert hier parallel? Während diese Bäume eingeführt werden, haben wir ein Jahr ohne Sommer. Es gibt Missernten, es gibt Hungersnot. Also wir haben 1860 herum große Not in ganz Deutschland, vor allem in Süddeutschland. Und hier werden also jetzt exotische Baumschulen eingeführt und die ganze Landwirtschaft gefördert. Und besonders schnell wachsende nordamerikanische Gehölze getestet, um höhere Erträge zu bekommen und die, also im Land die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das ist so diese Zeit, in der dieser indonesische Vulkan Tambora ausgebrochen ist und wenn man so ein ganzes Jahr lang kaum Sonne da war. Und in dieser Phase sind sehr viele Leute gestorben hier und hat man dann angefangen, im Gegenzug dazu Landwirtschaft zu verstärken. Eine Sache war zum Beispiel, diese Mammutbäume einzuführen. Das ist dann so gewesen, dass man dann als König von Württemberg eine Bestellung aufgegeben hat nach Samen, dass man sich hier offenbar verrechnet hat und dass jetzt außerdem nicht ein Lotsamen, so hieß es denn in Deutschland, haben die Amerikaner Lotsamen gewesen und haben
dran und sie haben dann 470 Gramm geschickt. Und die sind dann alle angezogen worden. In der Wilhelma hat man dann unter Glas, also diese ganzen Samen, die da in Massen aus Amerika gekommen sind, angezogen, hat sie systematisch aufgepflanzt im ganzen Land. In Hohenheim, in Friedrichshafen, Langenhagen und noch 26 Forstämter, also im Forst, in den Dörfern. Es gibt heute noch über 100 Jahre alte Riesenmammutbäume hier alleine in Baden-Württemberg. Also es waren 4.000 bis 8.000 Jungpflanzen, die sind dann ausgepflanzt worden und gibt es heute noch immer so als Dreier- oder Siebener-Gruppen. Hier haben wir jetzt mal aus den Hohenheimer Gärten den Seekräuer Dernhorn oder in Oberbrüden oder Heimerlingen und so weiter. Sie stehen da mitten im Wald und sind wirklich so Zeugnis von dieser Einfuhrwelle mit diesem mächtigen Wuchs. Die stehen auch in den Städten und Dörfern und sind da ganz oft so als Riesen-Weihnachtsbäume dann benutzt. Ja, was wird noch eingeführt? Es wird auch Pseudozucker, wenn es hier die eingeführt, nur wenn Sie dann eine Pflanze haben, die auch ein schnelles Wachstum und schnelle forstwirtschaftliche Möglichkeiten bietet. Der David Douglas, der die eingeführt hat zu Glas, hat ja sein junges Leben ganz intensiv dafür verbracht, da Pflanzen zu finden. Und also auch wieder schnelles Wachstum, forstwirtschaftliche Leistung als ein Ziel. Riesenbäume, natürlich werden die dann auch gefällt, ganz schade eigentlich. Und aber nochmal die Frage. So, also wir haben jetzt jedenfalls die ganzen Nadelbäume und erkennen wir die Nadelbäume jetzt wieder Vielfalt in den Parkanlagen schaffen. Wir können aufrechte Wuchsformen, Hängewuchsformen und so weiter schaffen. Und damit ändert sich auch die Pflanzenverwendung in Europa. Weg von dem sehr stark Laubgehölz geprägten, wo die Nadelbäume nur der Hintergrund waren, hin, dass diese Nadelbäume Ziel und auch ein wichtiger Punkt die Parkanlagen werden. Im späten 19. Jahrhundert kommt der tropische Stil jetzt dazu, dass man versucht, Pflanzen aus den neuen Kolonien mit hineinzunehmen, aber im Endeffekt hat man eine große, große Artenvielfalt. Da sehen wir mal da oben einen Park von Diesmeier bei Frankfurt, Holzhausen Park, und die gleiche Ansicht heute, also viel, viel artenärmer, was wir da jetzt haben, das ist aber entstanden, als also ausgeholzt worden, als es Volkspark wurde. Also hier hat man schon um 1910 angefangen, diese ganzen Sträucher, Kleinbäume rauszuschneiden, damit das Volkspark wird. Diese Artenvielfalt finden wir in den privaten Parkanlagen nicht nur, sondern auch in den großen staatlichen. Der Hummelkett staatlich, jetzt nochmal hier privat, der Geilsche Park, wieder hergestellt von einem Förderkreis, wo sie auch versucht haben, diese Artenvielfalt dieser verschiedenen herbstfärbenden und besonderen Wuchsformen der Nadelbäume und Laubbäume in einen kontrastreichen Zusammenhang zu bringen. Das ist jetzt so nach diesen ursprünglichen Beschreibungen. Und was wir in Deutschland noch für eine ganz wichtige Organisation haben und hatten, ist die Deutsche Dendrologische Gesellschaft. Die wird 1892 gegründet und ist also sehr, sehr aktiv dabei, in ganz Deutschland diese Bäume zu verbreiten. Also die ist aber ein Riesenerfolg. Also heute gibt es noch 2000, das damals muss es sehr, sehr viel mehr Mitglieder gegeben haben. Eigentlich jeder, der ein bisschen handig war und Landbesitz hatte, der einen Park hatte, war in der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Und man reist gemeinsam. Und wenn einer einen Baum vorstellt, der ganz besonders spannend ist, dann versuchen auch alle den zu bekommen. Oder dass man sich das Saatgut weiterschiebt. Also das ist, glaube ich, etwas, das man nicht unterschätzen darf, die Wirkung von solchen Gesellschaften, wo man sich dann gemeinsam austauscht und gemeinsam auch nicht nur freut, sondern einfach auch daran wächst an diesen Dingen und die Vielfalt sehr ähnlich wird davon. Die DGG hatte das Glück, dass der Großherzog Friedrich I. von Baden Protektor wird. Also diese Gesellschaft wird gleich hochgeadelt, denn wir erinnern uns, das ist derjenige, der bei der Kaiserproklamation in Versailles neben dem deutschen Kaiser stand und die Proklamation quasi
dir mal ein Beispiel, wie diese auch Nadeldaum bestärkt gezeigt, ne? Wie also hier die Deutsche Dendrologische Gesellschaft mit dem Einfluss auf diese Parkanlage der Mainau wirkt. Also das sind dann die stärksten Atlas- und Libanon-Täler, das sind die ersten Metasequoia, denn auch nach dem Zweiten Weltkrieg dort als Allee gepflanzt worden. Es gibt eine Kastanienallee, unheimlich viele Magnolien. Und diese Artenvielfalt ahnt man heute noch, weil die geht ja doch sehr stark Richtung Beetgestaltung. Damals war es doch ein Gehölzschwerpunkt. Auch in Österreich-Ungarn passiert das Gleiche. Auch dort wird eine dendrologische Gesellschaft gegründet mit dem Schwerpunkt, mit dem Hauptsitz in Police, also in Konitz bei Prag. Der Graf Silva Taruka ist der Präsident und dort werden also in einer eigenen Baumschule massiv diese eingeführten, neu eingeführten Bäume und werden auf Deutsch großgeschickt, Pflanzen gesammelt, massiv vermehrt und dann weiter verbreitet im ganzen Land. Also auch hier eine starke Einfuhr von neuen Pflanzen. Einmal das, was wir vorhin gesehen haben, geht also auch um diese Nordamerikaner, die da weit verbreitet werden. Aber irgendwann auch die ersten Asiaten, hier zum Beispiel die japanische Großblattmagnolie, die durch die Deutsche Dendrologische Gesellschaft eingeführt worden ist. Und das sieht dann so aus, dass sie so ab 1892 nach der Gründung zentnerweise aus Japan Saatgut bestellt haben und dann in ganz Deutschland, und das gab es dann auch in Österreich, Ungarn, verteilt. Um jetzt mal die Bauern zu sehen, werden wir mal ein Beispiel rausgreifen. Ich habe jetzt mal den Kneipp, der also auch da in diesem Vorstand dort intensiv mitgearbeitet hat und aufgegriffen. Eigentlich hatte er, gehörte ihm eine Fabrik, war er also Fabrikant und war nur nebenberuflich dendrologisch interessiert. Aber das ist mir heute auch, dass gerade die Laien ein extremes Wissen hier aufbauen und teilweise die Laien, Fachleute noch übertrumpfen können, wenn sie sie wissen. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, sein Sitz in Hohenrode bei Nordhausen und es gibt eine Diplomarbeit von der Barbara Vogt, die sich da intensiv mit Wiesmeier beschäftigt hat. Und wir hatten als Planungsbüro das Glück, dass wir kurz bevor ich hierher gekommen bin, den Auftrag hatten, sehr viele Wiesmeier-Parkanlagen zu kartieren und da ein Gutachten zu schreiben. Und daraus habe ich jetzt einfach mal ein bisschen was ausgegriffen. Was sind typische Pflanzen? Jetzt geht es nicht nur um die Arten, die wir eingesammelt haben aus den anderen Ländern, sondern es geht um die Sortenvielfalt. Man fängt also an, weiter zu züchten, um die Vielfalt weiter zu erhöhen. Und was steht da zum Beispiel für den Tantiri mit einem so warm-orangen Austrieb, ein eher dunkelgrünes Blatt? Aus dieser alten Zeit, es gibt noch so etwas wie Slovania Arborea in dem Park aus der alten Zeit. Man versucht so Märchen zu erzählen, ganz düster und ganz hell und offen und versucht also Pflanzen zu finden, die dort hineinpassen. Und da haben wir jetzt wieder unsere Pinus nigra, die dieses dunkle und düstere Thema dann ausbildet. Und wenn es ganz hell werden soll, dann wird es eben so etwas wie eine Astrophusia genommen, die so ein bisschen aussieht wie eine Rubinie. Wir haben auch aufragende Säulenformen, diese Quercus-Robur Paspidiata, auch das hatten wir ja schon mal als Thema gehabt. Und wenn wir einfach mal im Katalog nachschauen, das ist ja auch ein interessanter Anhaltspunkt über die Pflanzen, die jetzt nicht mehr in diesem Park stehen, was hat denn die Firma Wiesmeier sonst so verkauft? Dann ist es ganz interessant, wenn wir uns jetzt einfach mal die heimischen vornehmen. Unter Quercus robur, da gibt es eine rotblättrige, da gibt es eine Concordia mit leuchtend gelbem Blatt. Es gibt Quercus robur pectinata mit so einem geschwitzten Blatt. Und so etwas wie Fürst Schwarzenberg, weiß gefleckt. Wenn wir uns anschauen, welche Fagos damals so in den Parkanlagen standen, dann gibt es da mit der Aspenifolia und der was gefiedert ist und alle möglichen Farben. Und das ist ganz interessant, also man hat sehr wohl auch heimische Pflanzen verwendet in diesen Parkanlagen, aber bevorzugt, wenn man es sich leisten konnte, versucht Pflanzen zu finden, die dann irgendwie noch besonders auffällig und kontrastreich waren. Und von diesen ganzen sind hier gerade dieser Bergauer von Leopoldi, der einzige, der jetzt wieder richtig en vogue ist, die können
können den jetzt schon wieder neu kaufen. Der wird gerade massiv im Handel gegeben. Vielleicht sehen Sie ihn mal von Zeit zu Zeit. Und das wird man nicht mehr so oft sehen. Also die Sorten von Praxis Excelsior werden natürlich mit dem Essentlichsterben auch langfristig wahrscheinlich untergehen. Oder eine ganz typische Charakterart für dieses späte 19. Jahrhundert, Fagus Lymphatica atropolitica, dieses veredelte dunkle Blutbuch, die wir ja auch oben fantastisch auf dem Berg hier auf dem Weinstefan haben. Oder so etwas wie Citrus Libani und Pinus Strobus. Also es wiederholt sich jetzt so ein paar Pflanzen, die wir jetzt woanders gesehen haben. Jetzt werden sie kombiniert. Man versucht die Robinie dann mit der Zeder in einen Kontrast zu bringen. Es ist völlig egal, wo die herkommen. Es geht eigentlich um die Ästhetik vor Ort. Und es werden Sammlungen angelegt. Hier mal ein Beispiel einer Eichensammlung Criaceto im Schlosspark Kirchheim-Holanden. Und als regionales Beispiel gibt es den Bamberger Hain in Kirchbeck, der ein oder andere. Da sind also auch an die 60 verschiedene Eichen, die da im Kreis gepflanzt worden sind. Der Eichenkranz an der Schillerwiese auch aus dieser Zeit. So. Letzte Phase, da haben wir die Einfuhr von Pflanzen aus Ostasien. Das können wir etwas kürzer machen. Wir haben hier viele, die gerade aus den trockeneren Regionen kommen und auch da wieder der Klimaanpassung und dadurch sich auch leichter mit unserem Klimawandel vereinbaren lassen. Da werden also relativ spät sowas wie Ailanthus altissima eingeführt, die sich da hier wahnsinnig ausbreitet. Es wird ja auch mal, aber auch in China selbst, also die waren ja da und die sind also da auch invasiv. Oder Paulownia, gibt es Regionen in Deutschland, da kann man sagen, ja, freut man sich, dass die überhaupt zum Blühen kommt. Und in alle wärmeren Rheintal und so weiter, Bodenseeregionen haben schon invasives Potenzial. Was auch diskutiert wird, Cloratheria paniculata, die auch sehr trockenheitsverträglich und sehr stadtklimafest ist. Und auch die Frage, ist das auch ein Baum, der vielleicht mit dem zunehmenden Klimawandel nicht mehr besser klarkommt und invasiv werden könnte? Hier eingeführt 1888 aus China und eingesetzt in Kassel-Wilhelmstühle. So, das sind die Landschaftsparks und das Thema mit den asiatischen Pflanzen betrifft ganz oft auch so die hausnahen Bereiche und die ganzen Hausgärten. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel der Hufeisensiedlung, wie man sich das vorstellt. Das ist natürlich auch jetzt alles asiatische Pflanzen. Heute sieht das jetzt so aus. Und dann wird die Prunus circulata cancana, eine beliebte eingeführte Art. Das nur als ein Beispiel, sonst schaffen wir es wieder zeitlich. Es gibt noch viel mehr, gerade aus Asien, sehr, sehr viele Arten. Und dann kommt eine Phase, wo man weniger Arten bevorzugt, wo man schaut, also durchblättern wir einen Baumschulkatalog, so stoßen wir auf eine sehr reichhaltige Auswahl, halten wir aber in Gärten und Anlagen Ausschau nach vorhandenen Gehölzen. So fällt uns auf, dass die neuere Zeit, jetzt sind wir also nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Beginn Ende 60er, Anfang 70er Jahren, eine Verarmung oder Vermassung stattfindet. Und wir wissen, dass Armut in der Stadt durchaus ein Problem sein kann. In München haben wir ein Drittel Winterlinde als Straßenbaum, ein Drittel Spitzahorn. Also wenn da Probleme auftauchen, ist man einfach auf zu schmalem Artenrepertoire. Hier haben wir jetzt mal den Trockensommer 2015 in Wien. Und die Linden sahen wirklich, nicht nur die Linden, eigentlich so gut wie alle heimischen Bäume hatten ganz große Probleme. Alles, was grün ist, das hier beieinander vor, das ist die Platane hier in der Mitte, das andere waren jetzt Arten Platanoides. Was ist noch grün? Sophora aus Asien. Was ist noch grün? Coloratheria und Pinus nigra. Und in Massen wird dort Celtis australis jetzt gepflanzt, die auch schon zur Kaiserzeit ein wichtiger Baum waren, mit Estwarnfrüchten sogar. Und unsere ganz besonders beliebte Ailanthus altissima war natürlich auch grün und hat sich dort ausgebreitet. Und da kommen wir natürlich schon ins Grübeln.
wie schafft man es, Bäume zu finden, die sich nicht ausbreiten und invasiv sind, aber doch diese Schwächen, die unsere jetzt sehr verstärkt eingesetzten heimischen Bäume in Zukunft, dass man da auch Ausgleich findet. Wir haben hier gerade eine gemeinsame Doktorandin, die Laura Stratopoulos, der Stefan Toller, hat sich betreuen zusammen und die arbeitet intensiv über diese Frage, wie das mit Ökosystemleistung von heimischen und nicht heimischen Arten sind und hat so vier Paare, zum Beispiel Cilia caudata vergleicht sie dann mit Cilia tomentosa oder Carpinus mit Ostria und hat jetzt schon im zweiten Jahr und misst diese Kühlungseffekte und Wuchsleistung, Transpirationsleistung. Erstaunlicherweise sind die trockenheitsverträglichen Bäume in diesem Versuch, muss man aber einschränkend sagen, sogar noch stärker transpirierend bei einem gut bewässerten Boden. So, okay, also das war es jetzt eigentlich und ganz zum Schluss noch der Hinweis, das hatten wir aber jetzt auch eigentlich schon sehr schön von dem Herrn Kühn gehabt, das war ein schönes, ein wichtiges Thema für die Zukunft sein wird, diese Einfuhr von diesen vielen nordamerikanischen Stauden zu beobachten, da wird sicher auch viel Potenzial an ausbreitungsstarken Arten sein. Danke, Svante. Jetzt ein bisschen der Lichtgabe. Das war total relevant, ne? Mit der Mauerbau, um immer metaphorisch zu bleiben. Eine Frage will ich zulassen, ist natürlich viel dran, aber die ganz andere Frage, wenn ich die Sache jetzt auch nicht gehe. Was ist die Frage? Ich bin Markus Bauer. Sehr gerne gesagt, dass man die Wachsen in Pennsylvania jetzt pflanzen kann. Jetzt habe ich gehört, dass der asiatische Eschenprachtkäfer nach Amerika ist und mittlerweile schon nach Moskau gekommen ist. Was ist da jetzt das aktuelle? Und das sind wirklich die Austritte nahezu 100% in Amerika gewesen, die bestimmt wurde. Also ich habe jetzt mal die Tiere weggelassen, das ist sozusagen ein Thema. Wenn man das auch noch dazu nimmt, also wer Pech haben kommt auf der asiatische Laubholzbockkäfer, der das ja auch gerne frisst hier vorbei. Dann müsste man vielleicht gleich meiner Arche das beichten, das haben wir gar noch. Also wir sind ja jetzt schon sehr, sehr schwierig, diesen ständigen, durch diesen internationalen Handel, die Tiere, die sich überall weltweit ausbreiten, einzukalkulieren. Da kommt ja eigentlich immer was Neues hinzu. Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr, ja, denn kommen wir wahrscheinlich irgendwann zu einem Punkt, wo man gar nicht mehr über Pflanzen verwendet reden muss, sondern über Erhalt von Einzelarten nur noch, die irgendwo stehen. Weil das ja schon auch Eschenbachkäfer angesprochen worden ist, vielleicht kurz eine Antwort von mir. Ein Diplomatikum ist mit diesem Käfer beschäftigt, weil er tatsächlich im Jahr 2000 auch in Europa eingeschleppt worden ist. Und in Nordamerika, dort ist es praxismäßig weniger, aber auch Amerikaner und alle anderen nordamerikanischen Eschenarten haben eine sehr hohe Mortalität, die im Befallsgebiet nahe 100% liegt. In Europa ist es ja vom Verbreitungsgebiet des ursprünglichen Moskauer Ausbreitung nach Westen, jetzt an der Grenze von Weißrussland, gegen das Jahr 50 Kilometer zurück. Und auch die Mortalität zumindest von Praxis Excelsior ist sehr hoch, wenn es befallen wird. Von Ordnung ist es unbekannt und der Blumenesche wird in diesen Orten auch kultiviert. Und das ist sicher eine zusätzliche Gefahr für alle in Europa gepflanzten europäischen Eschenarten, aber auch nordamerikanischen Eschenarten. Generell ist es natürlich ein Phänomen, das jetzt für außerhalb dieser heutigen Diskussion, aber es beschränkt sich nicht auf Pflanzen, die Verbreitung von Arten. Und es zeigt aber auch, wie unvorhersagbar potenziell aber manchmal sehr gravierende Veränderungen sein können,